Willkommen zurück bei Lego Worlds in der letzten Folge. Pfusch am Bau bei Kasubkes. So sieht's alles aus. Kaputt mit den Säulen. Ja, sollen wir das Strandhaus irgendwie mal fertig kriegen? Ja, das schafft man nicht mehr, glaube ich, in diesem Leben. Ein Dach kriegt man da noch drauf. Ja, so ein bisschen. Ich versuche es jetzt mal mit diesem Ausmalding. Ja, das ist nämlich gar nicht so leicht. Notschlachten. Wenn man es wenigstens nur auf eine Dings begrenzen könnte. Auf eine Achse. Aber es geht bestimmt auch, ich bin nur zu blöd. Ja, genau. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier so alles findet. Also, ja genau, vor allem Leute, die halt viel Minecraft spielen oder so. Von dem Drama um Kasubkes. Es ist halt momentan noch sehr rudimentär alles, aber... Nee, mit Z. Das ist auch, also ich meine, natürlich hat diese ganze Minecraft-Klotz-Optik auch ihr Ding, aber ich finde, das Lego-Zeug hat irgendwie immer noch mehr Stil. Aber ja, das ist auch nur meine Meinung, der halt nicht viel Minecraft gespielt hat. Da das wäre tatsächlich, was mir ein bisschen in diesem Modus jetzt abgeht, es ist in der Ego-Sicht. Bei Minecraft finde ich es ehrlich gesagt etwas einfacher, weil ich da einfach den Stein dahin knall, wo ich hin zeige. Und hier ist es halt mit diesen... mit der Bewegung in den drei Dimensionen. Aber das, so gibt es da nicht auch Mods für Minecraft, dass man da so bauen kann? Bestimmt, ja. So, jetzt hat es hier ein bisschen so noch eine Gefängnismauer, ich würde sagen. Aber wie ich so Elemente lösche, das ist mir noch nicht so ganz klar. Aber so richtig Fenster kann man da nicht bauen, ne? Schau, kannst du bei den Farben runterscrollen? Oh Gott, das wäre... eine bunte Wände bauen. Das ist eine durchsichtige wahrscheinlich, oder? Ja, das könnte sein. Das ist so türkis. Dann bauen wir doch hier mal ein Fenster rein. Ah, siehst du mal. Geil. Das Fenster mit dem Pilz. Ja. Kannst du noch mehr von der Front wegmachen? Ich wüsste nicht wie. Also ich, mit dem Auswahl- und Löschtool. Ach so. Aha, ach so meinst. Aha. Ja, dann reiß ich doch mal die korinthische Säule mit ab. Hoppala. Ja, nicht alles. Ist halt da so eine Fenster. Das ist noch nach oben, genau. Bis dahin. Und dann einmal klicken, dass du in den... ich hatte ja geklickt. Nee, du hättest nur einmal... Jetzt reißt aber alles weg. Ja. Naja, das kann ich ja nachbauen. Moment. Dann nimm jetzt erstmal die Tür ausbessern. Die Drehachse. Erstmal die Tür ausbessern. Weiß auch Architekt Jens Woblatschek. Erstmal die Tür ausbessern. Er gibt der Familie neuen Mut, die über die letzten Monate viel federn lassen musste. Vor allem die Kinder Eugène und Kevin sind vollkommen mit den Nerven am Ende und bringen aus der Schule nur noch schlechte Zensuren nach Hause. Balduin Thorsten, Mann. Balduin Thorsten, Kevin Eugène kommt sofort nach der Schule nach Hause. Nee, Mama, da gehen wir klauen. Du mehr schaust echt so viel Fernsehen. Mhm. Das Schlimme ist, weiter rauszoomen. Ich glaube, als Architekt ist es echt nicht so einfach. Wenn man es mit Leuten wie den Kasubkes zu tun hat. Immer eine extra Wurst. Siehst du, jetzt ist nämlich das Fenster viel zu dick. Na, das ist Sicherheitsglas. Übrigens ein, ach, siehst du mal, da kann ich tatsächlich so transparente Klötze auch nehmen. Siehst du, hätte ich den transparenten Klotz genommen. Und naja, jetzt? Das gilt schon. Was ist denn das für ein Klotz? Das ist so ein Schalter. Ein Schalter, sagt er. So. Ja, ich glaube, wenn man sich an diese Steuerung gewöhnt dann, und das bedienen kann wie virtuos die Klaviatur, dann ist das schon richtig cool. Nur bin ich halt dafür jetzt gerade noch zu doof. Ich frage mich halt, wie das so ist mit... Also Minecraft ist ja durch Mods groß geworden. Und das ist jetzt halt hier was vom Lego-Konzern. Ob die so Interesse daran haben, dass man da viel rummodden kann. Wenn sie Interesse daran haben, mit dem Ding hier Geld zu verdienen, dann würde ich das denen aber geraten haben. Ja, jetzt bauen wir den Knast auch fertig, oder? Ich meine, da kann der Junge... Das ist kein Knast, das ist halt einfach ein das mit ist, das schöner... Das ist ein Strandknast. Es ist
Nee, du musst es anders formulieren. Du musst sagen, es ist halt wunderschönes Beachhaus mit Seeblick. Bei uns haben sie... Kein Blick irgendwo anders hin, aber bei uns haben sie jetzt ein Möbelhaus, was bei uns in der Straße war, was... Also ich wohne jetzt in dieser Straße oder wohnte da, beziehungsweise meine Eltern wohnen da seit 30 Jahren. Mhm. Da gab es immer dieses Möbelhaus. Mhm. Und ich habe noch nie einen Kunden drin gesehen. Jetzt fragt man sich, wie das Möbelhaus die letzten 30 Jahre da existieren konnte. Aber jetzt wurde es tatsächlich nach 30 Jahren entkernt und da kommen jetzt irgendwie so Lofts rein oder so irgendwelche Wohnungen. Und das Geile ist, im Bauhausstil. Weil es eckig ist. X. Dann ist es nämlich Bauhausstil. Respekt. So, jetzt haben wir hier noch. Fast fertig. Frag mich nur, wie ich das Dach da drauf krieg. Ja, mit den Platten halt einfach. Ja, aber dann haben wir ja, wie soll's, was ist, wenn es regnet? Ja, erstmal die Platten drauf und dann oben auf die Platten drauf schräg. Moment mal, jetzt bin ich ja hier eins höher. Ach, hier muss ich noch, okay. Erstmal die Platten drauf und wenn die Platten drauf sind, schräg. Ja, so haben die Deppenkinder, aka ich, das halt früher gebaut. So haben die Assyrer auch schon gebaut. Na, aber es ist doch gar nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. Das ist wie so ein bisschen wie so ein, also könnte man jetzt, das ist halt mehr so ein Bauhausstil. Nee, so eine Ladenstraße. Schau, da gehst du halt hier rein und das ist halt ja. Dann Surfgear. Ich hätte gerne eine Flasche Surfbrett. Oh nein, jetzt muss ich wieder die großen Platten platzieren. Platziere die großen Platten. No. Stell ihm die Frage. Ja, aber der... Er müsste die Platte halt am Eck. Weißt du, wie ich meine? Der will die jetzt immer da nach unten legen. Ich kann die nicht so... Du musst doch schauen, dass du halt den... So ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Dann musst du die Kamera halt so drehen. Ja, oder so. Aber jetzt liegt das halt zu weit drin. Scheißegal. Oh, passt es? Nein, ich werd bekloppt. Oh. Das ist eigentlich nicht möglich, was hier gebaut wird, aber irgendwie ist es doch möglich. Aber auch dann ist es doch eigentlich ganz cool, wenn ich, da würde ich jetzt halt auch gerne mit dem Piraten einfach reinlaufen können, ne? Wie reinlaufen können? Oh. Zurück. Also ich würde mir das Haus gerne von innen anschauen können. Kannst du doch. Du kannst doch jederzeit abbrechen und reinlaufen. So. Haha. Jetzt geh mal in den Dingsmodus, dann kannst du reingucken. Jetzt warte mal. Ich brauche noch das Dach. Was ja. Wo war denn das nochmal? Achso, das geht hier mit diesem. Warte mal. So. Und da gibt es die schönen Dachteile. Ja, wunderschön. Oh. Oh. Aufwitzig. Oh. Aha. Wie hab ich das geschafft? Hä? Hm? Hast du da krumm gebaut, oder was? Brauchst mir keinen krummer Hund, weißt du? Also mit diesem Pilz? Ja, das hat halt Charakter, das Haus. Vielleicht ist es ein holländisches Pilzhaus. So, jetzt muss man da aber eigentlich noch... Jetzt muss dann ich ja doch noch so eine Reihe Steine dahinter machen, oder? Aber rot. Wie? Muss doch rot sein, dann sieht so eine Seite doch voll scheiße aus. Hallo. Aber rot. Ach so. Rot. Merkst du, wie die Leute toben, so aufregend wie das hier ist? Das ist halt hier Baugeschichte, die hier geschrieben wird. Das ist ein Prozess, den kann man nicht beschleunigen. Ich mochte diese Dachelemente immer ganz gern beim echten Lego. Ich auch. Aber ich habe die immer als Motorhaube oder als Spoiler für einen Rennwagen genommen. Mhm. Das ja. Ist doch gar nicht schlecht. Oh, ist das geil, das leuchtet ja auch sogar, wenn man da drin ist. Ja, bauen wir jetzt da noch weiter. Nee, wir brauchen, was brauchen wir denn noch? Du kannst den Rest jetzt halt mit roten Steinen abschließen oder es einfach so stehen lassen. Weißt du was, das machen wir jetzt noch. Kann ich das nicht dicker machen? Nee. Oh oh.
Was hast du gemacht? Ich habe eine Treppe da reingebaut. Warum? Ich weiß es nicht. Wollte ich nicht. X. Wollte eigentlich nur... Kannst du das eigentlich auch so Flächen ziehen damit? Naja, so in etwa. Um Gottes Willen. Ich rufe schon mal wieder die Bauaufsicht. Meine Fresse, die Kasubke, was die alles mitmachen müssen. Oh, um Gottes Willen. Ja, das ist... Da haben wir das von so einem jungen Unternehmen machen lassen. Die haben gesagt, sie kennen sich total aus mit so hippem Wohnen. Schauen Sie sich das mal an, das ist eine einzige Scheiße. Oh Gott. Hat naja, nicht jeder. Ne? Nee, das Pilzhaus. Also gut. Ich find's schön. Und jetzt? So sieht's nämlich von innen aus, weil der Pirat in der Decke feststeckt. Ah ja. Ja, dann laufen wir nochmal rein. Pippalimpalim. Was gibt's denn hier? Nix. Fenster. Cool. Na gut, wer jetzt noch zuschaut, der hat es auch nicht anders verdient. Was kann man denn noch machen? Vielleicht das Haus nochmal von außen anschauen. Mein Gott, ist das hässlich. Gut, dass ich kein Architekt geworden bin. In der Richtung schon? Oder kommen hier die Pagoden wieder? Ja, ja, ne? Weiß ich nicht. Magst du nochmal zu der anderen Insel kurz rüberfliegen? Also unbedingt. Wahrscheinlich kann den Charakter auch bearbeiten irgendwie. Ja. Achso, nee. Doch, du kannst Hüte tauschen und so. Das geht alles. Ist alles möglich. Geil. Keine Haare. Keine Haare sind durch. Also Piratenmann. Mit Piratenhut. Ach, der zerlegt dann das, was man einsammelt, auch in so einzelne Elemente. Das heißt, genau. Ich kann jetzt auch das Piratenhemd mit wem anders anziehen. Richtig. Fahrzeuge. Schön. Ist die andere Insel da? Kann man da hin? Was ist nun? Das ist, glaube ich, ein neues Land entdeckt, kann es sein. Boah. Was ist da drüber? Boah. Ui, das ist jetzt mehr so. Oh, schau mal. Das ist eher so europäischer Wald. Da ist ein Zauberer. Geh weg, du böser Zauberer. Hau ab. Haha. Gleich eins auf die Nuss. Kann sich ein Zauberer verwandeln? Jetzt wird sich gleich in den Zauberer verwandeln. Im Zweifel steckt mich immer ein Zauberer dahinter. Ja, bist du bekloppt. Und hier gibt es aber tatsächlich nur dieses eine... Ja, ich glaube, das ist erstmal das Erste, was wir da dabei Hütte. Ist. Steinsets. Wir können ja mal einen Saloon bauen. Ja. Da kann man auch einen großen Mann bauen. Einen großen Macker machen. George heißt der. Der sieht ein bisschen aus wie... Wie Minecraft-Steve. Hoho. Ja. Auch noch einen Saloon. Den Saloon vielleicht mal. Saloon zum Minecraft-Mann. Kommt geil, wie der auch die Erde erst auffüllt, dass es halt gerad ist. Ja, aber dann auch hier so leicht abgeschrägt. Zack, geil. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es besser aussieht, als das, was wir gebaut haben. Wie meinst du denn das? Da kann man auch rein. Aber wir waren viel schneller. Aber das ist gefaked. Guck mal, ist gar keine zweite Etage drin. Alles beschiss. Das für ein Saloon. Da ist meine aber, in meinem aber mehr los. Kannst okay. Du noch mal gucken, was es da noch an Modellen gibt, was man da noch hinstellen kann? Selbstverständlich. Es gibt Wolken, es gibt vulkanische Zacken, verschiedene Bäume. Schildkröten. Das Telt, Traveler's Tales Logo. Oh, bau das mal noch hin. Eine riesige Minifigur. Sie hat mich bereits. Ja, stell's da drauf. Huhuhu. Boah, ist das mal der geilste Saloon ever. Awesome! Salut zum Happy Lego Guy. Sehr schön, was gibt's noch?
Ja, was ist das für ein Häuschen? Da kannst Pfefferkuchenhaus bauen, ganz unten. Pfefferkuchenhaus, also gut. Das passt zu einem Zauberer eigentlich viel besser. Der sollte echt die Standard-Spielfigur sein. Kann man da auch Kinder in den Ofen stecken oder eine Hexe? Habe ich jetzt ein Pferd eingebacken? Ja. Ja, mit einem leckeren Pizzakartonstapel. Dann können wir noch einen großen Lutscher bauen. Wie groß ist der denn? Wieso gibt es ausgerechnet so einen Lutscher? Nur tolle Sachen. Lisch. Ja, dann ist das ganz Wackelpudding unten? Was und. Boah, Stonehenge! Stonehenge brauchen wir auch noch, komm. Heißt es Steinhänge? Ja. Also in einem Steinhang gebaut wurde. Oder der Übersetzer war nicht so vertraut in Neolithikum. Neolithikum ist das der korrekte Begriff. Was ist denn das ganz unten? Da gibt es noch ein Häuschen. Was ganz unten? Das hier? Das da. Gruseliger Baum. Oh, boah, den gruseligen Baum. Boah, das sieht aus wie der Baum der Fright Zone. Bei was? Das ist die Burg von der Wilden Horde bei Masters of the Universe. Ah, okay. Der kann mit seinen Armen kann er die Flieger einfangen. Boah, das ist hier voll gruselig. Und es dunkel ist. And the branches look like scary fingers reaching. Gibt's da noch? Oh, ist das Rote da? So, wenn, dann bauen wir gleich alles Pyramide. Ja, da, ihr lieben Civilization-Spieler, was ihr euch immer abmüht für die Weltwunder, was wir hier in 0,nix aus unserer Plastikkathode rausballern. Frag mich, ob man das Spiel komplett zusammenbricht, weil es zu viele Steine sind. Da kann man auch ins Innenleben des Baums reingucken, siehst du? Boah, aber die Pyramiden sind hohl, oder? Was du nicht sagst. Was ist denn da ganz unten das Rote gewesen? Eine Pilzhütte. Nee, toll, die haben wir besser gebaut. Gehen wir weiter nach unten? Eine Schildkröte. Wieso heißt die Tiny Tim? Nicht mal weiter. Stopp! Das ist noch ein Wackelpudding. Achso. Ja. Na gut, jetzt schauen wir uns mal noch in der Hütte ein bisschen, auf der Pyramide ein bisschen um. Kann man gar nicht rein, oder? Nee. Aber da ist nochmal ein Hexer und ein Lebkuchenhaus, die Riesenfigur und Stonehenge. Ja. Und mit diesem wunderschönen Panorama. Schreiben Sie in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Das war so mal ein kleiner Einblick in LEGO Worlds. Die Early Access Version gibt es, wie gesagt, für 15 Euro auf Steam. Wenn da mal mehr nachkommt, dann gucken wir da auch nochmal rein. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao. Ciao.